März 2022 in München. Michael ist mitten in einem Einsatz. Gleich werden sich zwei Demogruppen gegenüberstehen. Das könnte gefährlich werden. Also ich bin Einheitsführer vom Unterstützungskommando München. Ich habe ca. 30 Personen unter mir. Unser Auftrag ist, bei Versammlungslagen, bei Fußballspielen, aber auch bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zu agieren. Und heute sind wir für die Brennpunktbereinigung, also da, wo sich Konflikte auftun, sind wir dafür zuständig, diese Konflikte zu beherrschen. Heute sind Abtreibungsgegner und Abtreibungsbefürworter unterwegs. Auf beiden Seiten erwarten die Polizisten Personen, die extreme Positionen vertreten. Aus Hass auf die jeweils anderen. Zum Schutz trägt Michael eine 15 Kilogramm schwere Ausrüstung. Neben meiner persönlichen Ausstattung habe ich zusätzlich jetzt heute noch die Schlagstichschutzweste mit Helm und dem Schlagstock, dem Pfefferspray, ganz wichtig, was zu trinken, dem Funkgerät. Das ist die Grundausstattung, die ich brauche, wenn ich damit rechnen muss, dass Gewalt gegen uns ausgeübt wird, egal ob es jetzt gegen Kopf oder gegen den Oberkörper geht. Also zum Thema Hass muss ich sagen, dass das durchaus, seitdem ich bei der Einheit bin, aber für Polizisten im Allgemeinen, zum Alltag gehört. Hass ist nicht nur bei Versammlungen, sondern auch bei Fußballspielen, bei Schlägereien durchaus üblich. Und heute bei dieser Demo? Hass wird häufiger und hemmungsloser. Gegen Polizisten, in Gruppen. Hass richtet sich gegen Politiker, gegen Menschen, die nicht ins eigene Weltbild passen. Hass findet statt in den sozialen Medien. Und sonst überall in der Gesellschaft. Was ist Hass? Wie entsteht er? Und was macht er mit uns? Das wollen wir herausfinden. Woher kommt der Hass? Also sowohl im Parlament als auch auf der Straße. Unsere erste Frage. Wissen wir überhaupt genau, was Hass ist? Klar ist, alle Menschen haben sogenannte Basisemotionen. Freude, Traurigkeit, Verachtung, Überraschung, Ekel, Angst, Wut. Die hat jeder. Hass ist aber keine Basisemotion. Was also ist er dann? Auf der Suche nach Antworten reisen wir durch Deutschland. Hassexperten gibt es offenbar nur wenige. In Bochum treffen wir den Psychiater Georg Juckel. Er arbeitet unter anderem mit Patienten, die hassen. Hass ist ein ganz starkes negatives Gefühl, was quasi vergesellschaftet ist, natürlich mit Gefühlen wie Aggression, nicht leiden können, Wut. Also ist ein gerichtetes Gefühl gegen einen anderen Menschen. Und im Rahmen der Evolution ist dieses Gefühl aus meiner Sicht entstanden, damit ich überlebe. Wir haben eine Situation, wo ich den anderen so stark quasi negativ sehe, dass ich letztendlich seine Nicht-Existenz im Grunde herbeiführen möchte, ihn zur Seite drängen will, ihn vernichten will, damit ich letztendlich vorwärts komme. Äußere Reize lösen meistens Emotionen aus. Darauf reagieren wir entweder mit Flucht oder Angriff. Zum Beispiel, ein fieses Geräusch kann uns ängstigen. Die Reaktion, Flucht. Welcher Reiz löst Hass aus? Vermutlich wird Hass durch viele, viele unterschiedliche Reize ausgelöst. Es gibt möglicherweise Dinge sozusagen der eigenen Anschauung, der Weltanschauung, Dinge, die man quasi sehr negativ sieht. Und wenn es einem immer wieder begegnet, passiert, möglicherweise auch in engen Beziehungen, Partnerschaft, Familie, steigt eben immer stärker eben ein Gefühl auf des Weghabenswollens, sprich der Vernichtung. Vermutlich, möglicherweise. Mit seinen Aussagen ist Georg Juckel vorsichtig. Anscheinend gibt es kaum wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse zu Hass.
Zu anderen Emotionen wird intensiv geforscht, zum Beispiel zu Glück. Oder Angst. Unzählige Treffer. Auch Ekel ist ein Thema in der Emotionsforschung. Und Hass? Darüber wird so gut wie gar nicht geforscht. Warum nicht? Wir fahren weiter, nach Göttingen. An der Universität dort arbeitet und lehrt Anne-Kathrin Schacht. Zum Beispiel misst sie mit Elektroden die Gehirnaktivität von Versuchspersonen. Die schauen sich dabei Gesichter an. Jedes Gesicht drückt eine andere Emotion aus. So können Emotionen wie Ekel oder Angst bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausgelöst werden. Das klappt. Denn viele Menschen ekeln sich vor denselben Dingen, zum Beispiel vor Schimmel oder Verfaultem. Und beim Hass? Das ist bei Hass ganz anders, weil die Objekte, die Dinge, die Personen, die von Menschen gehasst werden, eben sehr, sehr verschieden sind zwischen den einzelnen Personen. Und es so schwierig ist, Bedingungen zu finden, Reize zu finden, die man allen Menschen gleichermaßen zeigen kann, um dann auch dieselbe Emotion, nämlich den Hass, auszulösen. Deshalb kann man keine vergleichbaren Daten über Hass sammeln. Außerdem ist es problematisch, negative Emotionen in Experimenten zu provozieren. Forschung ist dann nicht mehr erlaubt, wenn die Probanden, die an einem Experiment teilnehmen, nach dem Experiment sich signifikant schlechter fühlen, als sie das vor dem Experiment getan haben. Das ist quasi das erste Merkmal für ethisch zulässige Forschung, dass genau das auszuschließen ist. Hassexperimente sind ethisch also nicht erlaubt. Deshalb gibt es so gut wie kaum Hassforschung. Eine der ganz wenigen Studien dazu ist über 10 Jahre alt. Britische Forscher glaubten damals, etwas durch Zufall entdeckt zu haben. Eine Ähnlichkeit zwischen Hass und Liebe. Ihre Versuchspersonen brachten damals eigene Fotos zum Experiment mit. Ein Foto von jemandem, den sie hassen, und eines von jemandem, den sie weder hassen noch lieben. Während sie sich die Fotos anschauten, wurde mit der funktionellen Magnetresonanztomographie ihre Hirnaktivität sichtbar gemacht. Eigentlich suchten die Forscher danach, ob Hass ein eigenes Aktivierungsmuster im Gehirn erzeugt. Die Überraschung? Bei den Hassfotos waren Regionen in der Insula aktiv. Damals wusste man aus anderen Studien, dass diese Regionen auch bei leidenschaftlicher Liebe aktiv sind. Die Schlussfolgerung der Forscher: Die Emotionen Hass und Liebe müssen sich sehr ähneln, wenn man dieser Untersuchung glaubt. Was man machen müsste, um wirklich die Ähnlichkeit oder die Nähe von Hass und Liebe zu untersuchen, ist, dass gehasste Personen gezeigt werden und auf der anderen Seite eben die am meisten geliebte Person gezeigt wird. Und wenn dann ähnliche Aktivierungen auftreten, ja, wirklich in ein und derselben Studie und die unter sehr ähnlichen Laborbedingungen durchgeführt wird, dann würde ich diesen Schluss zulassen, aber nicht so, wie diese Studie gemacht wurde. Ob Hass und Liebe also etwas miteinander zu tun haben, beweist diese Studie nicht. Unser erstes Fazit: Hass hat uns wohl die Evolution mit auf den Weg gegeben. Theoretisch kann also jeder und jede Hass empfinden. Vermutlich sammeln sich zuerst viele negative Gefühle an. Dann bricht der Hass sich seine Bahn, mit Aggressionen bis zu Gewalt. Wer hasst, will jemand anderen zerstören und vernichten. Aber Forschung zu dieser negativsten aller Emotionen gibt es kaum. Denn die sind ethisch nicht erlaubt. Zurück zu Michael, dem Polizisten, der eigentlich anders heißt. Noch sind die beiden Demonstrationen friedlich. Es gibt nur eine kurze Aufregung, als Gegendemonstranten den Marsch der Abtreibungsgegner blockieren wollen. Das endet ohne Gewalt. Michael kennt das aber auch anders. Gewalt
als Folge von Hass ist auch nichts Unbekanntes für uns. In der Regel ist es tatsächlich so, dass diese Gewalterfahrungen für uns als USK häufig aus einer Wut oder einer Hasssituation im Vorfeld entstehen. Ob man jetzt auf uns wütend oder hasserfüllt ist oder auf eine gegnerische Fraktion und wir dafür sorgen müssen, dass diese nicht aufeinanderprallen und sich nicht gegenseitig wehtun und Gewalt anwenden. Das trifft beides zu, aber Gewalt ist ein ständiger Begleiter für uns. Ja. Jemanden zu hassen ist nicht strafbar. Aber aus Hass können Taten begangen werden, die strafbar sind. Sie zählen zur sogenannten Hasskriminalität. Die richtet sich fast immer gegen bestimmte Gruppen. Gegen Geflüchtete, Menschen mit dunkler Hautfarbe, Obdachlose, Menschen anderer Religion oder mit Beeinträchtigungen. Solchen Gruppen gegenüber haben Täter und Täterinnen Vorurteile und feindselige Einstellungen. Hasskriminalität richtet sich sogar gegen Menschen, die anderen in Notlagen helfen, wie zum Beispiel Feuerwehrleute oder Ärzte. Wir treffen einen Hausarzt in Neu-Ulm. Im Dezember 2020 wollte Christian Kröner über die neuen Corona-Impfstoffe aufklären. Er schrieb einen Infozettel. Den hängte er in seiner Praxis auf. Darin räumte er auch mit diversen Falschinformationen auf. Den Zettel postete er dann bei Facebook. Kurz darauf ging es los. Und es dauerte natürlich dann auch nicht lange, bis die Impfgegner auf der Matte standen und anfingen, quasi mich zu beschimpfen, mich zu verunglimpfen, mir irgendwelche negativen Bewertungen bei Google zu schreiben und so weiter und so fort. Und das ist natürlich eine Reaktion, mit der ich nicht gerechnet hatte und die natürlich auch nicht schön war. Im Frühsommer 2021 impfte Christian Kröner Jugendliche. Damals war die Impfung erlaubt, aber von der STIKO noch nicht generell empfohlen. Die Reaktion im Internet war noch schlimmer. Also wirklich mit Morddrohungen, mit Bedrohung der Praxis, mit dem Bedarf an Polizeischutz. Da wird es wirklich heftig und auf allen Kanälen, weil das dann doch in gewisse Telegram-Gruppen eingesickert ist mit meinem Foto und meiner Praxisadresse und Telefonnummer. Und der Arzt spritzt das Judengift in die Kinder. Und das ist natürlich dann entsprechend in den entsprechenden Gruppen massiv aufgenommen worden, was eben zu massiven Bedrohungen bei uns führte. Hasskriminalität sind auch Politikerinnen und Politiker ausgesetzt. 2015 wird Henriette Reker, heutige Oberbürgermeisterin von Köln, bei einem Anschlag schwer verletzt. 2019 wird Walter Lübcke, Regierungspräsident in Kassel, erschossen. 2021 marschieren radikale Impfgegner zum Privathaus der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig. Das ganze Ausmaß zeigt sich in einer Umfrage. 2021 wurden in Deutschland 1611 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister zu Hass und Hetze befragt. 72% von ihnen wurden mit Worten beleidigt. Bedroht? Oder sogar körperlich angegriffen? Wir sind in München auf dem Weg zur Generalstaatsanwaltschaft. Politiker können sich, genau wie alle anderen, gegen Hasskommentare wehren, indem sie sie zum Beispiel bei der Polizei melden. In Bayern geht das online. Für digitale Hasskriminalität gegen Politiker ist Klaus-Dieter Hartleb zuständig. Seine Aufgabe ist unter anderem herauszufinden, ob ein Hasskommentar strafrechtlich relevant ist. Wir müssen immer eine Abwägung machen zwischen dem Ehrenschutz des Opfers und der Meinungsfreiheit des Täters. Wenn ein Täter etwa skandiert Ausländer raus, so ist das von der Meinungsfreiheit umfasst. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Wenn aber der Täter dergestalt gegen Flüchtlinge hetzt, indem er sagt, ihr Affen, haut doch dahin ab, wo ihr herkommt, nämlich in den Urwald, dann ist es eine Volksverhetzung und strafbar. Denn da wird die Menschenwürde dieser Gruppe angegriffen. Ich würde sagen, rein in den Sack und mit einem Knüppel drauf. Gemeint sind der Virologe Christian Drosten und der ehemalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Das ist zum Beispiel eine öffentliche Aufforderung zu einer Straftat, also strafbar.
Die Strafen für Hasskommentare sind drastisch. Sie reichen bis zu 4 Monats Nettogehältern. Es kann auch eine Gefängnisstrafe sein. Denn Hass im Internet kann extreme Folgen für die Gesellschaft haben. Auf der einen Seite erleben wir es, dass sich Internetnutzerinnen und Nutzer aus Angst, Opfer von Hasskommentaren zu werden, nicht mehr trauen, ihre Meinung frei zu sagen. Das schränkt die Meinungsfreiheit ein. Auf der anderen Seite erleben wir es, dass sich Täter in sogenannten Echokammern, das sind geschlossene Chatgruppen, radikalisieren, sich mit Gleichgesinnten austauschen. Jeder will noch etwas Krasseres posten. Und das ist natürlich eine große Gefahr für die Demokratie. Die Demokratie in Gefahr? Ist das nicht ein bisschen zu groß? Wir sind in Berlin. Und sprechen mit einer Politikerin, die Hassbotschaften, die sie bekommt, wohl schon lange nicht mehr zählen kann. Ich habe im Netz Hassbotschaften bekommen, wie Männer sie auch bekommen. Massiv kritische Auseinandersetzung, Abwertung. Aber in der Rolle als Frau kriegt man immer noch was obendrauf, nämlich sexualisierte Gewalt. Fängt bei Drecksfotze an. Und sagt zum Beispiel, sie müssten auch mal von einer Gruppe Afrikaner vergewaltigt werden, dann wüssten sie auch so in diesem Kaliber. Und da hört es dann spätestens auf, irgendwie erträglich zu sein und hat auch nichts mit Meinungsäußerung zu tun. Das Ziel von Hass ist, ein Ranking herzustellen. Das Ziel von Hass ist auch, Menschen aus der Gesellschaft rauszudrängen, damit sie nicht mehr mitgestalten, sich nicht mehr äußern. Noch eine Umfrage. Von über 1600 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern haben ca. 20% aus Sorge um die eigene Sicherheit oder die ihrer Familie über einen Rückzug aus der Politik nachgedacht. Circa ein Drittel äußert sich zu bestimmten politischen Themen seltener als früher. Gefahr für die Demokratie? Offenbar nicht übertrieben. Renate Künast hat beim Bundesverfassungsgericht einen Beschluss erreicht. Es hat sogar gesagt, das Bundesverfassungsgericht, es ist im öffentlichen Interesse, dass Menschen, die sich in Ämtern für diese Gemeinschaft engagieren, erfahren, dass ihr Persönlichkeitsrecht geschützt wird. Und das ist eigentlich ein revolutionärer Satz, weil in vielen Bereichen, zum Beispiel im Strafrecht, wurde ja oft gesagt, ach, diese Beleidigung ist eigentlich nur gering. Jetzt sagt das Bundesverfassungsgericht, es ist für Amtsträger und auch für die kleine ehrenamtliche Bürgermeisterin im öffentlichen Interesse, dass das strafrechtlich verfolgt wird. Das war für mich die größte Freude, weil es ist über die Bindung der Gerichte hinaus natürlich eine Botschaft in die Gesellschaft rein. Auch Christian Kröner hat sich gewehrt. Der Arzt meldete viele Hassbotschaften bei der Polizei. Inzwischen hat er über 300 Verfahren laufen. Ich weigere mich einfach, mich zu verstecken, weil Leute meinen, mich bedrohen zu müssen und mich mit Hass zu überziehen. Weil wenn dieses Konzept funktioniert, dann haben die gewonnen und dann kann ich quasi alles, was mir nicht passt und was ich nicht gut finde, einfach so lange bedrohen und niederbrüllen, bis es weg ist. Und das kann nicht die Antwort für unsere Gesellschaft sein. In München nähert sich die Demo dem Ende. Michael und seine Kollegen haben die Lage gut im Griff. Aber wenn er Hass erlebt, wie hält er ihn aus? Meine persönliche Strategie, Hass auszuhalten, ist, dass ich weiß, warum ich das mache. Den Rechtsstaat, den liberalen und den demokratischen Rechtsstaat quasi durchzusetzen. Und auf der anderen Seite halte ich es aus, indem ich sage, ich gehe nach Hause, habe durchaus das Gefühl, das war heute ganz schön brutal. Ich rede mit Leuten drüber, insbesondere auch mit Leuten, die nicht bei der Polizei sind, um einen anderen Blick auf die Situation zu bekommen. Und dann hefte ich es immer in so einen gedanklichen Ordner ab bei mir. Und wenn ich das schaffe, dann bleibt der Hass da ganz gut und dann passt das auch. Hass trifft nicht nur Polizisten, Politikerinnen und Ärzte. Hass kann jede und jeden treffen. Besonders im Netz. "2019 gab es eine Umfrage unter über 7000 Internetnutzerinnen und Nutzern.
8% haben Hasskommentare bekommen. Von ihnen leiden über 2/3 unter emotionalem Stress. Hass schadet also der Gesundheit. Über die Hälfte aller Befragten reagiert emotional sogar auf Hasskommentare, die sich gegen andere richten. Die Konsequenz? Sie bekennen seltener ihre politische Meinung. Die gute Nachricht? Man kann sich wehren. Niemand ist hassschutzlos ausgeliefert, weil es zum Beispiel Hilfsorganisationen gibt, an die sich Betroffene wenden können. Wir sind nach Berlin zu einer dieser Organisationen gefahren. Ja, der Zeitpunkt, sich an uns zu wenden, ist immer dann, wenn sie merken, da wurde jetzt gerade bei mir eine persönliche Grenze überschritten. Ich fühle mich beleidigt, ich fühle mich herabgewürdigt, ich fühle mich bedroht und ich habe Angst. Dann ist das immer ein Zeichen dafür, dass sie sich Hilfe suchen sollten. Und dann können sie sich gern an uns wenden. Dann hört sie erst mal zu. Gemeinsam finden Clara Taruba und die Betroffenen heraus, welche Maßnahmen es braucht, um die Täter und Täterinnen in ihre Schranken zu verweisen. Das kann auch auf einen Prozess rauslaufen. Manchmal kommt die Person auch mit einem Anliegen, dass sie juristisch vorgehen möchte und dass sie unser Angebot der Prozesskostenfinanzierung auch in Anspruch nehmen möchte. Wenn dann ein Täter vor Gericht zur Kasse gebeten wird, fließt das Geld an Hate Aid, um damit Klagen für andere Betroffene zu finanzieren. Unser zweites Fazit: Hass verursacht Stress und schadet der Gesundheit. Hass schadet der Demokratie. Hass kann jeden treffen. Aber jeder kann sich gegen Hass wehren. Wir fahren noch mal nach Bochum und fragen, was man tun kann, wenn man selbst jemand anderen hasst und der Hass einen zerfrisst. Georg Juckel arbeitet mit Menschen, die hassen. Viele von ihnen leiden an einer sogenannten Verbitterungsstörung. Eine Verbitterungsstörung ist der Versuch, ein Krankheitsbild zu beschreiben, wo Menschen aufgrund in der Regel gesellschaftlicher Prozesse enttäuscht werden. Und das ist offenbar was anderes, als was eben eine Depression meint. Es ist ein spezifisches Gefühl, dass ich ungerecht behandelt worden bin und eine spezifische Art von Wut bis hin zu Hass entwickle. Gegen das Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, arbeitet Georg Juckel mit einer speziellen Therapie, der Vergebungstherapie. Seine Patienten müssen sich in die Person versetzen, die sie hassen. Er muss begreifen, auch in Form quasi von Hineindenken, von Empathie, dass auch der andere, der ihn quasi dort vermeintlich eben geschädigt hat, seine Gründe gehabt hat oder dass er selber da hineingestolpert ist. Und in diesem Rahmen des Prozesses lernt eben der Betroffene, ja, die Seite des anderen zu sehen, zu fühlen und dahingehend quasi auch zu relativieren. Und er beginnt quasi von seinem Gefühl von Verbitterung, aber auch Hass zunehmend in Abstand zu nehmen. Empathie als Mittel gegen den Hass? Da würde erst mal niemand widersprechen. Aber was genau soll da in unserem Gehirn passieren? Die letzte Station unserer Reise führt uns nach Wien. Klaus Lamm und Borjana Todorova haben ein Experiment im Magnetresonanztomographen vorbereitet. Zwei Versuchspersonen werden gleich über Elektroden an der Hand leichte Schmerzreize bekommen. Timon sitzt während des Versuchs neben dem Scanner. Marie-Therese wird im Scanner liegen, der ihre Gehirnaktivität misst. Es wird jetzt laut, wir starten den Scanner. Über einen Spiegel kann Marie-Therese einen Monitor sehen. Der zeigt ihr, wer einen Schmerzreiz bekommt. Roter Pfeil nach rechts bedeutet, Timon bekommt den Schmerzreiz. Roter Pfeil nach links, sie selbst bekommt einen Schmerzreiz. Dann muss Marie-Therese ihr Gefühl einschätzen. Da fragen wir, wie unangenehm, was für ein Gefühl entsteht in der Person selbst, während sie weiß, dass die andere Person diesen Schmerzreiz bekommt.
Klaus Lamm kann später auswerten, welche Regionen im Gehirn von Marie-Therese während ihres eigenen Schmerzes und beim Fremdschmerz, wenn sie also mit Timon mitfühlt, aktiv sind. Was Sie in grün sehen, sind die Regionen, die aktiv sind, wenn die Person selbst Schmerzreize bekommt. Also relativ starke, weit verbreitete Aktivierung. Was Sie in rot sehen, ist Teil dieser empathischen Antwort. Das heißt, der Bereich des Gehirns ist aktiv, wenn die andere Person einen Schmerzreiz bekommt. Das Interessante ist nun, dass es hier einen Überlappungsbereich gibt. Also es sind ähnliche Regionen aktiv für eigenen Schmerz und Empathie für Schmerz. Also wir sehen, dass es im Gehirn es Bereiche gibt, die sowohl darauf reagieren, dass ich selbst einen Schmerzreiz bekomme, als auch Empathie für den Schmerz einer anderen Person empfinde. Wir empfinden also in unserem Gehirn den Schmerz der anderen Person so, als ob wir ihn selbst empfinden würden. In der Empathieforschung hat man herausgefunden, dass Menschen weniger empathisch oder mitfühlend sind mit einer Person, die sie als unfair empfunden haben. Das Gehirn reagiert also schwächer, wenn die vermeintlich unfaire Person einen Schmerzreiz bekommt. Während der Vergebungstherapie muss dem Patienten aber genau das gelingen. Er soll Empathie empfinden für jemand, der ihn aus seiner Sicht schlecht behandelt hat. Empathie ermöglicht uns ganz sicher, Gräben zu überwinden. Auch Gräben, die der Hass sozusagen hergestellt hat zwischen mir und einer anderen Person. Sie ermöglicht mir, das Menschliche in der anderen Person zu sehen. Also auch in einer Person, die ich vielleicht hasse. Die Vergebungstherapie kann tatsächlich zum Erfolg führen. Sie werden ruhiger und die Patienten begreifen, dass nicht sie sozusagen der Mittelpunkt der Welt sind, sondern dass es quasi immer im Rahmen quasi von vielen sozialen Wechselspielen diese Dinge so passieren. Und dadurch wird der Hass und die entsprechenden Gefühle weniger. Aber die wenigsten, die hassen, machen eine Therapie. Und wie sollen Gruppen dazu gebracht werden, Empathie zu entwickeln? Am Ende unserer Suche nach dem Hass haben wir viele Antworten. Aber so richtig zu packen ist er nicht. Klar ist, Hass kann Angst machen. Er kann krank machen und schadet der Gesellschaft und der Demokratie. Aber niemand muss sich Hass gefallen lassen. Am besten wäre es natürlich, wenn Hass gar nicht erst entsteht. Ein Weg dazu? Kindern von klein auf beibringen, Emotionen zu erkennen und mit ihnen richtig umzugehen. Und Empathie kann helfen, wenn wir Wege finden, sie zu entwickeln. In München lösen sich die Demonstrationen auf. Michael und seine Kollegen können heute entspannt nach Hause gehen. Heute war es tatsächlich aus meiner Sicht sehr friedlich. Meine Gefühlslage ist, ehrlich gesagt, wenn ich einen Einsatz wie diesen, bei dem wir sowohl vom Potenzial her als auch von der Erwartung her durchaus mit sehr viel Hass und Gewalt rechnen, wir es aber schaffen, dass es nicht so weit kommt, das absolut Befriedigende, was ich mir als Polizist, als USK-Beamter in so einer Situation wünschen kann, weil dann haben wir unseren Job gut gemacht. Unser Fazit? Auch wir als Gesellschaft müssen unseren Job gut machen. Denn los werden wir den Hass vermutlich nie.